Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier diesen Tatra 148 der Freiwilligen Feuerwehr hier vorstellen. Der kostet hier 0 Euro und 0 Euro Leasing, 12.000 Liter Wasser, Ladevolumen hat er und eine Höchstgeschwindigkeit eingetragen von 90 km/h, 520 Liter Kraftstofftank und 320 PS, entsprechend hier 235 kW. Leider ist hier keine Option hier zur Verfügung. Wir schauen uns gleich hier das Modell hier mal an, wie wir sehen. Ja, ich bin jetzt mal bei mir auf dem Hof, nicht also beim Händler. Ja, weil ich also hier den mal zurückgesetzt habe, weil ich den irgendwie ja so aufgefahren habe. Also wir steigen mal ein. Wir haben hier Renault Standard, schon mal hier stehen. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Ist ja ein Spiel. Ist ein XML-Eintragfehler wahrscheinlich. Wenn wir den gekauft haben, ist das immer so her mit X. Wenn wir hier also das zuklappen, gehen hier an der Seite her die Fächer auf und zu. Mit N haben wir hier unsere coole Sirene. Und dann hier einfach mit Post hier einfach unsere Rundumleuchte. Leider können wir oben drauf hier das... ich schalte mal besser mal die Sirene aus. Für die Feuerwehr hier das nicht steuern. Wenn wir ja auch noch sehen, hier geht das leider nicht. Wir gehen einfach mal hier jetzt mal rein. Ja, wir haben hier also einmal füllen können wir hier die auch AdBlue, aber hier das ist jetzt unser Wasser. Jetzt haben wir also Wasser mal gewählt und dann sehen wir jetzt, ich habe Wasser hier geladen. So her, ja, also wir können ja auch mal schauen, ob wir es zwangsentladen können. Nein, können wir jetzt nicht zwangsanladen. Wird wahrscheinlich hier irgendwie mal auf den Trigger, denke ich mal, gehen. So, wir tun jetzt einfach hier uns mal starten. Wir können doch auch gleich jetzt mal hier am Hof noch hier unseren Lichttest natürlich noch machen. Ja, das ist auch hier ein Mod für also Freunde der Freiwilligen Feuerwehr. Wie wir sehen, hier Blinker funktioniert. Schein am Boden ist hier auch. Hinten ja weniger. Aber vorne ja schon. Gehen wir mal in die Innensicht mal rein. Kontrolllampen. Leider hier keine, was hier funktionieren. Mal das Licht einschalten. Das ist normal einfach mit F. Wie wir sehen hier innen drin leider nichts. Wenn ich hier durchschalte, auch nicht. So, das ist normal. Aber außen sieht jetzt schon mal cool aus mit den Lampen rundherum. Jetzt schauen wir einfach gleich mal hier. Haben wir hier Fernlicht mit nur mit 5. Aber das Tolle finde ich dran, hier unsere Rundumleuchte hier. Die blaue leuchtet auch blau, muss man dazu noch sagen. Sieht auch wirklich so weiter ganz toll aus. Wir machen jetzt dann gleich natürlich dann unsere Probefahrt hier auf Exempel natürlich. Und ja, schauen uns jetzt mal hier das Ganze nochmal an. Also, wir machen jetzt einfach hier mal das normale Licht an. Fahren jetzt mal hier eine kleine Runde. Ja, Beschleunigung brauche eine Zeit lang. Hoffentlich. Also ist hier kein Gegenverkehr. Ja, er ist weiter hinten. Ah, hier ist unsere Feuerwehr. Wie schön. Ja. Können wir auch gleich hier unsere Sirene mal einschalten. Können wir auch mal testen, wie schnell wir wären jetzt. Ja, auch im Einsatz, dann geht das Ganze gut. Gut, wir haben jetzt hier Fußgänger. Fußgänger. Einfach mal da rüber. Also Sackgasse. Verfahren. Haus brennt ab natürlich. So, da will man gesehen haben, über 80 km/h habe ich erreicht. Ja, Bremslicht. Rückfahrlicht hier funktioniert auch. Habe ich vergessen gehabt. Meine Leute, hoffe ich, verteilt es mir natürlich. Achse, wie wir mal sehen, hier auch nicht schlecht. Hier haben wir nochmal Retour. Es gibt auch nach. So, und jetzt können wir es noch machen. Wir können es hier innen drin noch ein bisschen umschauen. Wie wir sehen, Lenkrad hier funktioniert. Wir schalten das Ganze nochmal aus. Starten ihn nochmal. Gehen wir mal auf die Innensicht und ja, drücken mal auf die Tube. Kommen wir mal an Consumer vorsichtig vorbei. Also Taro, wie wir unschwer können kommen, glaube ich, funktioniert nicht. Kamera sieht ein bisschen komisch aus. Und dann geht mal wieder mal aufs Gas.
Ja, Spiegel, wie wir sehen, sind vorhanden, aber leider ohne Funktion. Ey! Ja, das war haarscharf. Aber er fährt weiter, dann dürfte ich nicht getroffen haben. Ja, wie gesagt, also finde ich eine tolle Idee, das Ganze. Aber halt, das Modell ist aus, ja, ich würde mal sagen, hier aus SketchUp und ist auch älter. Aber ich sag mal so, macht nichts, wenn einer das sowas gerne spielt, natürlich. Jetzt hier werden wir natürlich hier uns hier auch die Lok anschauen. So, schalten wir erstmal die Kiste mal aus. Ja. Können wir jetzt noch mal ganz kurz hier so schauen. Da sehen wir hier auch für die, also wo die alten Fahrzeuge so hier hatten. Diese Stangen da zur Orientierung, dass man weiß, wie weit das Ganze hier natürlich ausgeht. Ja, jetzt schauen wir uns natürlich die Lok natürlich an, weil ich möchte das ja nicht ungemein länger machen. Und dann sehen wir hier, also haben wir hier Warning drin, wie wir sehen. Ja, wegen XML. Und wir haben hier auch hier, ja, hier steht einmal, dass die Datei gehört in die OGG-Datei. Mono ist aber leider in Stereo, deswegen haben wir Warning drin. Ja, sonst sehe ich hier leider da, Gott sei Dank, keinen weiteren Fehler. Ich habe hier oben mein typisches, also Smoke 01, wie ihr ja unschwer kennen könnt. Sonst habe ich hier, wie man sieht, hier keinen Fehler drin. Ja, wenn euch hier mein Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du wieder hier reinschaust und natürlich einen Daumen nach oben da lässt. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.